sehr spannend. Okay, jetzt bin ich in seinem Kopf, oder wie? Henry, okay, wer ist denn jetzt schon wieder dieser Henry? Ah, okay. Ah, was ist denn das? Und weiter. Überall die Akten, Papiere. Aber das läuft aber auch langsam, ey, ganz ehrlich. Na toll. Ja, noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück. Okay. There you are. At least the part had gone after. Okay. Das andere was? Fallakte, Codename Metzger, Verdächtiger Jacob Wilk, Verdacht auf Diebstahl, Betrug, illegalen Handel. Henry Wilk, Oberwachtmeister, okay. Tja, jetzt brauche ich einen Schlüssel oder was? Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? Sorry. I'm sorry, Henry. Ah, jetzt. Jetzt geht's weiter. Oha. Ich freue mich, was das ist.
Okay. Oh, Alter, überanstreng dich nicht, bitte. Du könntest dir was brechen. Oh wei, oh wei, oh wei. Ah. Oh Gott, ich kann gar nicht aufhören. Sorry. Was ist das? Lebensmittelmarken. Ausgegeben durch die Regierung der Volksrepublik Polen. Okay. So. Ja. Kann ja mal passieren. Mein Gott, ey. Ich darf nicht in den Lichtkegel. Na, gut zu wissen. Kann ich mich ducken? Ja, irgendwie nicht. Ah, vielleicht. Ernsthaft? Oh Mann. Das ist ja übelst nervig. Alter. Schneller. Headset. Oh Mann. Ja, Kletterung. Alter, wie der da hochklettert, wie ein 80-Jähriger. Okay. Okay, dann müssen wir wohl durch. Das kann ich. Kann man da überhaupt runterfallen? Wahrscheinlich nicht. Und jetzt?
ist ja voll nervig, das Level. Oh, ernsthaft? Muss er das jetzt die dauerhaft wiederholen, die Scheiße? Das ist ja voll nervig. Oh, geht immer noch weiter. Oh Mann, ist das Level nervig. Oh Gott, geht der mir auf den Sack, der Henry. Ah, jetzt hat er wenigstens das aufgehört. Gott sei Dank. Ausweis ausgestellt, gültig, abgelaufen. Henry Wilk, Agent des Sicherheitsdienstes. Aha. Och du Scheiße, ich hasse sowas. Patriotismus, stärker als Blut. Man wird nicht oft Zeuge von Patriotismus, wie er in den vergangenen Wochen von Oberwachtmeister Henry Wilk an den Tag gelegt wurde. Als einfacher Beamter der Bürgerpolizei zeigte Wilk sein Übersprünge. Für den Aufbau einer gerechten Zukunft der Volksrepublik, indem er sich den kriminellen Machenschaften seiner Verwandtschaft verweigerte. Seine heikle Untersuchung in Sachen des inzwischen berüchtigten Fleischskandals führte zu einer Reihe von Verhaftungen, darunter auch Jakob Wilk, Henrys eigener Vater. Zu den Unregelmäßigkeiten, die von Wilk aufgedeckt werden, gehörte Korruption sowie Diebstahl von hochwertigen Fleischprodukten. Fleisch? Alter, Diebstahl von Fleischprodukten? Nicht Diebstahl wegen Geld oder so? Oder Diamanten? Zahlreiche weitere Täter festgenommen, darunter 4 Direktoren des staatlichen Fleischhandels und mehrere Geschäftsführer der. Der Prozess soll am kommenden Donnerstag beginnen. Und wenn die Angeklagten ihrer Verbrechen für schuldig befunden werden, droht ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Galgen. Der Galgen! Auf Nachfrage um einen Kommentar antwortete Henry Wilk einfach: Ich tat nur, was ich gerecht anfühlte. Wahrhaftig die Worte eines Patrioten. Oder Psychopathen. Ein Wort. Okay. You want me to feel sorry for you, Henry? Let's see how that works out. So, wenn das da abgespielt wird, dringe ich erstmal rein. Doing this a long time. I've come to know people.
Ja. Hä? Agreed. Wieso? On one condition. Ah, okay. Immer diese Wespen. Das war's. Ja, geil. Gott sei Dank. Und weiter. Es ist dunkel, Alter. Dunkel und duster. Lauf, Thomas. Wie er da auch kraxelt. Echt wie ein alter Sack. Mann, Mann, Mann. Thomas, mehr Sport machen. Alter, wie der auch läuft. Das geht gar nicht. Ein bisschen als müsste er aufs Klo. Aber bloß nicht zu schnell bewegen, ansonsten flutscht das raus. Gott, ich weiß nicht, ob das gut ist. Dass wir so einen Krach machen. Spezialauftrag für Mario Henry Wilk. Eine Zielperson wurde im Niva Volksresort bei Krakau gefunden. Örtliche Ermittler hatten über einen seltsamen Fall berichtet, in den der Maler vertraulich verwickelt war. Die Person wurde lebend aufgefunden, allerdings in einem vegetativen Zustand. Es wurde der Verdacht auf ein Verbrechen geäußert. Aber die Untersuchung ergab keine Anzeichen eines Hirntraumas. Mögliche Verbindung zum Jiminy-Fall. Mehr Informationen in den vertraulichen Akten. Alles muss sauber bleiben und leise. Dafür wurden sie ausgebildet. Anmerkung. Ich empfehle dringend, dass Sie sich mit den Notizen der sowjetischen Wissenschaftler vertraut machen. In deren Besitz wir während der vertraulich im Jahr 1950 gekommen sind. Ihnen wurde Zugriff auf den Archiv Eintrag Paragraph oder Raute 1138 gewährt. Das ist nur für Ihre Augen bestimmt, Wilk. Machen Sie das Beste raus. Melden Sie sich zur weiteren Einweisung beim Sachbearbeiter. Ja. Er sollte untersuchen, was geschehen ist. Oder was passiert ist. Im Niva-Resort. Was ist das? Sitzung 42. Das Subjekt manifestiert weiterhin stark übernatürliche Kräfte. Er behauptet, dass ein anderer vertraulich mit ihm spricht und Visionen zeigt. Arbeitstheorie vermutete Verbindung zu vertraulich, möglicherweise als Resultat einer Nahtoderfahrung. Weitere Tests sind notwendig, um diese Split-Theorie zu bestätigen. Oh, Entschuldigung. Ja, Mann, Alter. Ist er noch sonst? Nee. Und weiter. Das ist ein Krokodil. Ein bisschen lang und schubbig sah das aus. Boah, bin ich froh, wenn das hier vorbei ist. Sitzung 43. Die heutige Sitzung wurde wegen eines Zwischenfalls in der Testkammer vorzeitig abgebrochen. Während der Verabreichung der verschriebenen Substanzen kam der leitende Wissenschaftler Dr. Über dieses vertraulich.
in Haut-zu-Haut-Kontakt mit der Versuchsperson. Doktor vertraulich. Doktor vertraulich. Sind Sie dann auch vertraulich? Nee, ich petze leider immer alles aus mir. Wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Obwohl er keine Anzeichen eines physischen Traumas zeigte, verfiel er in einen vegetativen Zustand, von dem er sich bis dato nicht erholt hat. Weitere Sitzungen wurde auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Doktor, vertraulich, bitte kommen Sie. Wir müssen was besprechen. Wir müssen lästern, Doktor, vertraulich. Sitzung 44, Erinnerung für die heute stattfindende Sitzung. Trotz der erhöhten Dosis bleibt das Subjekt extrem gefährlich und muss für die Dauer des Tests sowohl körperlich auch als geistig eingeschränkt werden. Es gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Tschabadubidub, tschubidubdabdab. Und rüber mit dir, Thomas. Da war das. Ah, das war doch kein Gorilla. Na, vorhin sah es aus, als hätte es Schuppen gehabt. Oh. Komm jetzt. Der letzte Schritt, Alter. Willst du mich verarschen? Gott, Alter. Los, weiter! Ich muss ja sagen, diese Passagen gefallen mir gar nicht in dem Spiel. Das weiß ich nicht. Wow! Erschrocken. Gott, oh Gott. Ja, jetzt gehen wir hoch. Einiger Scheiße, Alter, egal. Can't get me up here, can you? Zertrümmert das Vieh. Halt. Mom, plus Daddy, plus me. Kann ich das nicht mitnehmen? Will er nicht mitnehmen? Okay, dann nicht. Say goodbye to him. I'm
sure if that's a good idea. Work. Das ist aber nicht nett. Kann sich doch verabschieden von seinem Kind. Ein bisschen dunkel. I know. But sometimes daddy needs to work. It's good for all of us. You understand? Und weiter geht's. Nee, okay. Aha. Oh nee. Oh Mann, nee. Wenn er wenigstens einen Tick schneller laufen würde, ne? Wäre es ja nicht so qualvoll, aber so. Das ist echt ekelhaft. Komm schon! Ouch. Kann es sein, dass es doch so ist, wie ich denke, dass es ist? Das ist Drecksvieh schon wieder. You're too late, girl. It's you.
do to her? What did you do to Lillian? It was all right. Your father made sure of to save us, to save her. Maybe, in a way, that's exactly what he did. Fucking madness. Ab in die Hölle mit dir. Ja, so ist es. Thomas Rekovich. My father. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? To me. Sehr interessant. Also war Lily doch ihre Schwester. Zwillingsschwester wahrscheinlich. Ja. Und Thomas, ihr Vater. Ja, ich würde sagen, hier ist mal wieder Endstation. Ich kriege schon wieder WhatsApp-Nachrichten. Also, jo. Alter, schon cool. Jetzt bin ich aber auch getriggert, was passiert ist. Und weil jetzt doch Lilly. Ich dachte, Richard hätte Lilly getötet. Doch nicht.
Ja, sehr spannend und sehr interessant. Das Rätsel wird das nächste Mal gelöst, hoffentlich. Also.